Maximilian Bayer war in Wolfsburg schon nah dran am Tor. Jetzt hat er getroffen und wirkte danach schon befreiend. Wie haben Sie ihn gesehen? Ja, das habe ich euch ja schon länger gesagt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich in dem Fall mal recht behalten habe, weil es um einen jungen Spieler geht, um einen jungen deutschen Nationalspieler geht. Und der ist erst ein, zwei Monate hier. Und wir haben ihm alle Zeit der Welt gegeben. Und ich bin überglücklich, dass er nicht nur das Tor gemacht hat, sondern dass man auch gesehen hat, wenn der Junge ankommt, was er leisten kann. Ich musste keinen Glauben einimpfen. Wir sind auch in Wolfsburg in das Spiel gegangen und waren klar, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Heute ist es so, dass die Jungs von vornherein im Spiel waren. Das war jetzt auch nicht so, dass wir nur verteidigt haben. Die Jungs haben den Plan richtig gut umgesetzt heute, haben immer nach vorne gespielt und ja, der Glauben an diese Mannschaft, auch wenn wir siebenmal hintereinander verlieren würden. Ich glaube an diese Mannschaft und die Jungs glauben an sich. Ja, manchmal leidet man, aber mit Leiden lernt man und das tut sehr, sehr gut. Wir sind auf einem, ja, wieder auf einem besseren Weg, aber wir lassen uns von diesem Weg nicht abkommen.